Hallo Leute, willkommen bei Medieval Dynasty. Dies ist Teil 23 und alles ist ein bisschen anders. Ich, also Razimir, ist noch ein Jahr jünger und die Häuser stehen ein bisschen an anderen Stellen. Es ist nämlich so, dass ich alles nochmal nachgespielt habe. Wenn ihr vorhin schon das Video über das Nachspielen geguckt habt, dann wisst ihr schon Bescheid. Und es ging um die Reputationspunkte, von denen man jetzt, wenn man die Kapitel schafft, mehr kriegt. Und dadurch kann man dann Kapitel 7 oder so besser schaffen, wo man es auf 1000 Reputationspunkte bringen soll. Jetzt muss ich mal schnell Stöcke sammeln. Ach, ich nehme einfach mal hier. Und ja, man muss dann ganz viele Quests machen für diese Reputationspunkte bis 1000. Und ich dachte mir, oh, so viele kleine Quests, das ist echt nicht mein Ding. Dann spiele ich lieber nochmal von vorn und nutze diese mehr Reputationspunkte, die man kriegt. Nun ist es aber so, dass ich gar nicht so viel mehr Reputationspunkte gekriegt habe in meinen ersten 4 Kapiteln. Wir haben jetzt hier 180 Reputation. In Folge 22, als ich noch in der alten Welt gespielt habe, hatte ich 169. Nicht viel Unterschied. Aber irgendwo habe ich schon das Gefühl, dass ich besser aufgestellt bin. Also ein Jahr jünger ist ja auch gut. Und so. Ja, ich habe halt, der Umzug war nicht nötig. Ich habe auch nicht erstmal hier Felder gemacht und dann später dort, sondern gleich dort. Also ich habe es gleich alles so gemacht, wie ich es haben will. Und jetzt gehe ich erstmal trinken und dann kommen die nächsten Entscheidungen. Denn was baue ich als nächstes? Wie nutzen wir diesen Tag? Den Tag, bevor die nächsten Steuern fällig sind. Ja, das hätte man jetzt ja auch sehen können. Wie viel Steuern? 70. Ja, das zahle ich jetzt aus der Portokasse. Aber ich würde auch gerne gleich eine Sense kaufen, damit ich mein Getreide ernten kann. Denn ein Teil von dem Getreide wird reif im Frühling. Hier wächst Roggen und Weizen und da wachsen Karotten. Ja, und dann werde ich, wenn Frühling ist, noch Zwiebeln anbauen und Kohl und alles, was man halt so im Frühling anbauen kann. Gut, was wollte ich gucken? Bei der Technologie. Ich würde nämlich am liebsten gleich ein großes Haus bauen, also ein einfaches Haus. Aber da fehlen mir noch deutlich Punkte. Der Vorteil wäre, wenn ich jetzt für meine ersten Bewohner so ein einfaches Haus baue, dann können da 3 Leute einziehen und nicht nur 2. Ich spare also für den dritten Bewohner sozusagen ein Haus. Aber ich habe erst 149 und brauche 250. Unrealistisch. Ich könnte vorher ein Holzschuppen bauen. Kann ich den denn schon bauen? Ja. Aber ich glaube, das bringt mir nicht diese 100 Punkte, die mir fehlen. Ich kann es aber probieren. So. Weil in Holzschuppen will ich sowieso haben, wenn Leute einziehen, damit einer der Bewohner Holz hacken kann und dadurch die Bewohner mit dem Brennholz versorgen kann. Denn ich habe keine Lust, den ganzen Tag Holz zu hacken, nur damit die ihre Bude warm kriegen. Und ich dachte mir, ich baue das hier, weil das soll man im Umkreis von 50 Meter um Holzvorkommen machen. Vielleicht hier, das dürfte zu schräg sein. Aber hier ist so ein bisschen flacher. Dann fälle ich hier mal
1, 2 Bäume. So, um das bauen zu können. Das ist schnell gebaut, so ein Holzschuppen. Interessant gefallen. So. Ich denke mal, den könnten wir heute problemlos fertig kriegen. So. Eigentlich kriegt man doch 3 Rundholz von... Guckt euch das mal an. Das ist lustig. So. Ich meine, wenn ich noch ein kleines Haus baue, das könnte ich vielleicht sogar auch noch heute schaffen. Wo ist das dritte Rundholz? Wieder irgendwo? Merkwürdig, merkwürdig. So. Ich denke mal, für den Holzschuppen reichen 6. Hier ist doch eigentlich ein schöner Platz. So, das ist wahrscheinlich hier. Ja, wunderbar. Aber das Gelände ist zu uneben. Hier ist gerade. Tja, nirgendwo wird's grün. Da ist grün, aber das ist dann... Auf der einen Seite ist dann da nicht mehr viel Wald. Da, hier. Okay, so ist gut. Jo. Gut, dann fällen wir noch ein bisschen. Dann holen wir von unten noch Strom. Federn. Da sind Federn. Ich sehe die oft fallen und dann liegen die aber woanders, als ich sie habe fallen sehen. So, Federn werden nämlich bald sehr wichtig. So. So. Ja, ein Fuchs. Aber glücklicherweise muss ich gerade nichts jagen. So. Und hier braucht man jeweils ein Rundholz und 8 Stroh. Ah, nur Stroh. Gut. Dann fällen wir noch einen Baum, den wir mitnehmen. Weil wir brauchen ja immer Bäume, jede Menge. Und holen ein bisschen Stroh von unten. So. Okay. Gut. Ist das auch etwa auf einer Höhe mit der Jagdhütte, nur in der anderen Richtung? Und wenn ich dann Bäume fälle, dann mache ich das im Bereich der Jagdhütte, damit ich meiner Baumfällerin oder meinem Baumfäller keine Stämme wegnehme. So. Hier habe ich auch noch ein paar Rundhölzer. Die habe ich im Berg runtergerollt. Das geht prima. Aber momentan bin ich ja nicht überladen, dann ist das nicht nötig. Dann werfe ich die hier auf den Weg. Aber quer, damit sie nicht ins Wasser rollen. So. XEF. Und jetzt gucke ich mal, ob ich genügend Stroh hier in meinem Vorratsding habe. Nee. Ich hatte noch Stroh. Na, gehen wir sammeln. Wir werden ja auch wieder Stroh brauchen.
Ich habe übrigens diese Vorratshalle fertig gebaut. Die war ja in Folge 22 noch nicht fertig. Oh, wenn ich Zeit habe, sollte ich auch dieses Winterwetter nutzen, um noch ein paar Steine zu sammeln, um dann in Gostovia Messer verkaufen zu können. Denn man kann die Steine so gut sehen im Winter. So. Aber das Bauen ist mir jetzt aktuell gerade wichtiger. Vielleicht kann ich mir auch merken, dass hier so viele Steine liegen. Wobei ich sammle gerne, wenn ich so für meine Stadtbummel Materialien sammle ich die gerne außerhalb von meinem Territorium, damit ich hier zu Hause immer genug Steine und Stöcke und so finde. So. Jetzt kann ich hier ruhig mal ein bisschen ordentlich zuschlagen, weil ich habe ja jetzt ein großes Lager. Und die sind ja bequem zu sammeln. So. Kriegt man zwar kalte, nasse Füße so im Winter, aber meine Stiefel halten das meiste ab. So. Jetzt hier noch einmal rundrum und dann ist auch gut. So. Das ist schon sehr ergiebig. Gut. Oh, seht ihr hier die ganzen Steine? Da sind jetzt mehr größere, aber da eben waren echt viele. Wie viel haben wir denn? Wie viel Strom? 110. Dann nehme ich mal 20 hoch und pack den Rest ins Inventar. So. Aber ich glaube, man braucht nur 16 da oben. Oh, und Fleisch habe ich auch. Das sollte ich dann auch mal weglegen. So. So geht das. Soll ich das hier reinpacken? Ja, das nehme ich später mit, um zu kochen. Darum lege ich das lieber nicht in die Vorratskammer. Sonst könnten meine künftigen Mitbewohner auf die Idee kommen, das rohe Fleisch zu essen. Das wollen wir ja nicht. So. Dieser Holzschuppen, der ist echt schnell gebaut. Aber ja, ist halt auch nicht viel dran. Und er nimmt einen Gebäudeslot in Anspruch. Sonst könnte man davon ganz viele bauen. Was fehlt? Gut. Ja, das war's. Fertig, wunderbar. Jetzt gucken wir mal, was die Technologie so sagt. Jetzt haben wir 156 Punkte. Wir sind noch 100 Punkte vom einfachen Haus entfernt. Ich denke mal, ich baue noch ein kleines Haus. Hat ja keinen Zweck. Dann werde ich hier noch mal ein, zwei Bäume hacken. Da vielleicht so einen hübschen Ahorn. Also so ein kleines Haus bauen wir noch mal. Feder irgendwo. Oh ja. So. Und ich hoffe dann, das nächste Haus ist dann ein großes. Da will dann natürlich erstmal ich einziehen. Jetzt in das hätte ich für meine Mitbewohner gemacht. So.
damit ich da gleich drei Leute unterkrieg. Aber wenn ich jetzt ein kleines für die baue, dann baue ich als nächstes ein großes für mich. Also vielleicht erst die Scheune, aber dann ein großes für mich. Und dann können neue Bewohner... Ein paar Stöcke so nehmen wir noch mit. Können neue Bewohner in mein bisheriges Haus ziehen. Dann passen da insgesamt 4 rein, was ja auch nicht schlecht ist. So, jetzt werfe ich das hier runter. So. Ich könnte es natürlich auch das Stück tragen, aber... XF. Rennend bin ich ja schneller. Und dann schnappe ich mir hier die. So. Gut. Boah. Und baue hier zwischen ein kleines Haus hin. Und ich hoffe, dass ich das... dass ich jetzt so viel Zeug auf Lager habe, dass ich das relativ zügig bauen kann. Mal gucken, das wäre das erste Mal, dass ich so ein Haus aus vorhandenen Materialien bauen kann. Das sollte hier so zwischen sein, dass man noch dazwischen durchgehen kann. Und ja, ein Stückchen weiter hinten, so vielleicht, so. Jawohl, gut. Dann nehmen wir uns diese und fangen an zu bauen. Gut. Okay. Wahrscheinlich werde ich noch ein paar Stöcke nachbrauchen. Aber ich glaube, ich habe Stöcke im Ressourcenlager. Zack, wie schnell das geht. Jetzt fehlt natürlich ein Rundholz. Da hole ich mir einfach mal eins nach. Ich denke mal hier, das ist da inzwischen angekommen. Und da habe ich auch noch einen Satz liegen. So. Vielleicht muss ich noch einmal in den Wald zum Fällen. Jetzt fehlen mir Stöcke. Gucken wir mal. Fackel. Keine Fackel. So, jawohl. Dann gucken. Ah, da habe ich auch noch 5 Rundholz. Die lasse ich da liegen und nehme sie nur, wenn ich sie brauche. Jetzt nehme ich hier... Oh, oh, oh. Jetzt werde ich hier mühsam schleichen. Aber ich habe das Zeug ja schnell verbaut. So. Gut. Jetzt ist mein Hammer kaputt. So. Weiter geht's. Guck doch mal, was für ein Hochgenuss das Bauen ist, wenn man das Zeug schon vorher zusammengesammelt hat. Keine Ressourcen. Oh, und Holz. Okay. Jetzt verbaue ich erstmal die anderen Sachen und dann hole ich mir noch ein Rundholz. Oder hier fehlt auch noch ein Rundholz. Gut. Sehr gut. Okay. Also Rundholz holen.
Eigentlich ist es ja nicht so viel. Man muss da ja bis vor das Jagdhaus gehen, um das runterzufallen. Und hier muss man auch ein Stück gehen. Aber gefühlt ist es eine große Erleichterung, die Hölzer nicht den kompletten Weg schleppen zu müssen. Und darum mache ich das jetzt mit Begeisterung. So. Gut. Es wird wahrscheinlich die Steuer teurer, weil ich jetzt ja noch ein Haus dazu habe. Aber es wird bezahlbar bleiben. Fertig. Sehr schön. Wir können ja Leute einziehen. Ja, hat alles, was es braucht. Und ich habe Durst und Hunger. So. Sehr schön. Ja, habe ich hier noch überflüssiges Zeug, was ich gleich mal wegräumen will. Ja, das packe ich gleich mal ins Inventar fürs nächste Haus. Ich denke mal, als nächstes baue ich dann die Scheune, weil die steht hier ja auch auf dem Plan. So. Und dann baue ich ein großes Haus. Und dann ist vielleicht auch die Taverne freigeschaltet. So. Sehr schön. Das Leder kann ich auch mal wegräumen. Und Federn kommen jetzt hier rein. Ich werde dann auch aus meinem Privatlager das so nach und nach hier reinräumen. Außer die Sachen, die ich persönlich brauche. So, Essen will ich. Ich glaube, das gibt's bei mir zu Hause. Obwohl, ich brauche nicht essen. Wenn ich übernachte, bin ich satt. Gut. Aber wir können hier nochmal schauen. Ja, jetzt habe ich 172 Punkte. Ich denke mal, ich muss die Scheune bauen, um genug Baupunkte zu haben für das Haus. Oh. Das Holzlagerfeuer. Ne, ich glaube, ich kaufe mal die Vogelfalle. Denn die ist sehr nützlich. Die werde ich dann morgen aufstellen. Und das Holzlagerfeuer macht erstmal nicht so viel Sinn. Ich möchte richtig das Steinlagerfeuer haben. Das gibt's dann hier. Okay. Oh, und habe ich noch irgendwelche Reputationsdinger gekriegt und so? Nö. Gut. Dann mal ab ins Bett. Ja, nee, Essen brauche ich nicht, wie gesagt. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.